Guten Morgen. Es ist eigentlich schon nach 11. Aber jetzt kann ich mich endlich mal melden, weil heute ist so ein nicht guter Tag. Ich habe gestern meinen Kaffee vergessen, mein Nachmittagskaffee. Das rächt sich heute so extrem wie sonst nie. Ich bin mit extremer Migräne aufgewacht. Ich bin auch schon um 5 Uhr aufgestanden. Ich dachte mir so, okay, Kaffee trinken funktioniert dann bestimmt. Und ein Wasser trinken und Der Kaffee war ekelhaft. Die Maschine musste wieder gereinigt werden. Man merkt das spätestens dann, wenn sie wirklich. Das war eigentlich dieses eine Ding, das schnellstens gewaschen. Also im Geschirrspüler hat irgendwie nicht so viel gebracht, anscheinend. Keine Ahnung. Also er hat auch mal richtig gereinigt mit. Also man muss ja auch innen reinigen, ne? Dann hat er halt mit diesen Tabs dann da gemacht. Also hatte ich hätte heute Morgen keinen Kaffee. Musste warten, bis er aufsteht. Ich wollte mich nicht extra wecken oder so. Finde ich dann auch ein bisschen fies. Ich habe versucht, Wasser zu trinken und dann wurde mir so übel. Und 5:45 dachte ich mir so, ne, das packst du heute nicht. Ich habe mich krank gemeldet für heute. Und das ist auch ganz gut, weil ich zitter immer noch. Mir geht es immer noch nicht gut. Meine Kopfschmerzen sind besser geworden, sind immer noch leicht da. Und mein Kreislauf ist einfach im Eimer. Oh, ich habe auch noch nichts gegessen heute. Aber mir war eben bis eben noch total übel. Und ich habe auch im Bett gelegen, noch ganz lange. Und ja, nicht wirklich geschlafen. Aber zumindest gelegen und Augen zu und ja, ist halt nicht so, ich bin schon laut, ist halt nicht so doll, ne? Heute ist so ein Tag, wo man einfach wegschmeißen kann. Jetzt geht's gerade und ich kann so ein bisschen was an meinem privaten Rechner jetzt hier machen, aber auch nur ganz, ganz langsam nebenbei Videos gucken. Ich wollte endlich heute den Lesemund hochladen. Ich muss da nämlich noch ein paar Schnitte drehen, also das werde ich heute nicht machen. Ich habe aber ja das Aussortiert-Video noch. Das heißt, das werde ich heute zuerst hochladen und dann das einfach tauschen, dass überhaupt noch ein anderes Video hochgeladen wird. Ich habe noch ein paar im Petto. Ich habe tatsächlich noch, ich glaube, insgesamt 3 Videos vorgedreht. Einige schon eine ganze Weile, die ja auch demnächst dann online gehen, wo Videoreihenfolge gesetzt werden. Genau, deswegen habe ich auf jeden Fall ein Video für heute. Ich muss das nur noch schneiden. Und den Vlog von gestern, boah, wird immer lauter. ja, gucken wir mal. Aber ich bin froh, dass ich. Oh, ey, Daniel. Ist ja furchtbar. So, Tür zu mir. Ja, wie gesagt. Ich bin auch tatsächlich gerade dabei, zu gucken mit meinen Büchern, also mit meinen eigenen Büchern, ob ich die alle schon mal Lieblingsautor hochgeladen habe oder online gestellt habe, weil mir war so, als wenn das eben nicht der Fall ist. Und das ist auf jeden Fall nicht der Fall. Und das habe ich mir auch für die Woche als To-Do aufgeschrieben. Und da bin ich gerade dabei, genauso auch bei Booklooker. Da packe ich jetzt sogar auch die Buchboxen rein. Ich verlinke euch mal beide. Ich weiß nicht, ob man das da die eigenen Seiten verlinken kann. Müsste aber eigentlich funktionieren. Ich schaue mal, ob ich da quasi die Suchergebnisse, wie auch immer, mit meinem Namen dann oder meinen Shop oder was auch immer dann verlinken kann, findet ihr in der Infobox. Vielleicht ab sofort dann auch immer. Ich muss mal gucken, dass ich das vielleicht immer dann verlinke. Oder halt, also weiß ich nicht, ob ich es immer verlinken soll. Kann ich mir sagen, ob ich es permanent verlinken soll, also mit den Herzen dahinter vor, bei den Permanent-Links, die immer drin sind. Oder ob ich es nur manuell verlinken soll, wenn ich davon spreche. Genau. Ja, aber mehr passiert wahrscheinlich heute nicht. Ich bin auch froh, dass ich deines Geschenk gestern schon gekauft habe und nicht heute los muss, weil ich wollte ja nicht heute denn losgehen. Aber das habe ich ja gestern schon gemacht, zusammen mit Lisa, was heißt ja gut ist. Genau, und morgen bin ich ja im Büro. Ich bin auch froh, dass mir heute so blöd geht und nicht morgen, weil ich muss morgen unbedingt hin, weil ja mein Laptop getauscht wird. Deswegen, und Umzug stattfindet, also beide Sachen auf einmal, was ja schon mal, was ich mir ja gewünscht habe, dass beides an einem Tag stattfindet. Und das ist jetzt der Fall, hätte ich nicht erwartet. Ich habe gesagt, ist auch egal, dann bin ich beim Umzug nicht dabei. Wir wollten dann eh denn morgen das umzwitschen, die ganzen Sachen, die variablen Sachen, wollte ich gerade sagen, die Kleinigkeiten und so. Also die Technik dann eben und Schreibtisch und sowas, das natürlich nicht. Aber so die persönlichen Sachen, dass man die schon mal rüberbringt, aber das braucht man dann nicht, weil es eben morgen stattfindet. Genau. Ja. Oh Mann. Aber bis dahin sollte es mir wieder gut gehen. Das wird wahrscheinlich nur heute sein, denn morgen wieder schnicki. Ich hoffe es jedenfalls. Ich habe keine Lust. Ich zeige euch nachher auch noch, was ich gestern noch bekommen habe in meinem Wichtelpaket. Und ja, was Lisa gestern angestellt hat, was mich zum Ende hin überrascht hat, sie gegangen ist. Was ist da los?
Ja, dann zeige ich euch das nachher, wenn es mir hoffentlich noch ein bisschen besser geht, weil jetzt bin ich gerade noch nicht so im Modus für, hey, guckt mal, ich habe jetzt hier und das und dort. Man merkt es vielleicht an, dass ich gerade noch ein bisschen schlappi bin. Ja. Und wie gesagt, ich zitter auch immer noch total. Das ist echt eklig. Aber naja, wird schon wieder werden. Man kennt's, aber es war halt diesmal wieder so richtig extrem. Und ich bin echt froh, dass ich hätte noch überlegt heute Morgen, melde ich mich wirklich krank und was ist, wenn es mir dann kurz danach wieder gut geht? So nach dem Motto, ne? Aber ich bin froh, dass ich mich krank gemeldet habe, weil mir geht es ja immer noch nicht gut. Und wir haben jetzt schon kurz nach 11. Hätte ich mich überhaupt nicht konzentrieren können. Ich meine, hier bin ich auch super langsam gerade, weil ich fuchs mich da jetzt ein bisschen durch. Schön langsam und gemütlich. Dass ich überhaupt ein bisschen was geschafft bekomme. Vor allem Sachen, die schon ewig lange liegen geblieben sind oder die ich hätte schon längst machen sollen. Ich habe es auch gesehen, dass der Adventskalender bei Booklogger gar nicht gelistet ist zum Beispiel. Also dass ich ihn noch nicht da eingebunden habe. Ich wollte auch mal gucken, oder ich könnte mal gucken, ob jemand anders denn da verkauft. Weil manchmal sind ja da auch Händler und die bieten die Sachen ja da auch an. Suchen. Geben wir doch mal meinen Namen ein. Gucke mal, wenn ich da die Suche an nur Hu eingebe, Tina Hu, gibt es meinen Namen schon. Das ist schon mal gut. Was wird das erste angezeigt? Der Adventskalender. Was? Das ist ja witzig. Das ist ja richtig witzig. Wird von 10 verschiedenen Händlern auf Instagram, auf Booklogger angeboten. Genauso die anderen Printausgaben und so. Das ist ja voll gut. Auch Bücher.de hier. Mann und Maus. Also Anfang von 4 verschiedenen Händlern. Und genau das Ganze sind Kinderaugen von 2 Händlern, die halt einzeln aufgelistet sind. Ja, schön. Ach, das freut mich doch voll. Das ist doch schön. Oh, ich zitter, ne? Merkt man das am Bild? Ja, gut. Klasse. Doch, das freut mich. Aber ich würde es halt auch gerne anbieten wollen. Das ist logisch, ne? 10 verschiedene Händler. Wow. Mein Adventskalender. Okay. Oh, ich habe mir jetzt auch eine Tabelle gebastelt. Wartet mal. Ich switch mal kurz um. Da ist der Kreuzzieher. Ich möchte hier geschrieben, ob es in meinem Shop ist. Da müssen die aber natürlich Kreuzchen, ist ja klar. Und dann, ob es bei Lieblingsautor oder halt bei Booklooker gelistet ist. Einiges geht natürlich nicht bei Booklooker. Bei Lieblingsautor kann ich alles reinpacken. Aber Booklooker geht natürlich nur Bücher. Jetzt habe ich auch, wie gesagt, eine Buchbox reingepackt. Ich dachte mir, das geht bestimmt auch. Ist ja immerhin auch noch ein Buch, nur dass man ein paar Gutes dazu bekommt. Ah, ja. Ich sitze noch in der Warteschleife. Ich weiß gar nicht, ob die das manuell prüfen oder so. Oder ob es generell einfach nur hochgeladen wird. Wir gucken mal. Weil wenn ja, kann ich da die Buchboxen anbieten, was auch schön ist. Hätte ich nochmal einen Shop mehr, wo ich dann eben die Buchboxen verkaufen kann. Genau. Ich habe gestern die Abrechnung von Leobox bekommen. Wieder so richtig lächerlich, aber okay. Es wird im Moment ist sowieso Einnahme mit Büchern. Ist gerade sehr, sehr, sehr mau, leider, aber es kommt ja auch gerade nichts Neues. Aber wie gesagt, das wird. Ich bin in der Mache. Ob ich heute Lektorat machen kann, das nervt mich so, dass ich da nicht vorankomme. Aber ich habe vorgestern, ja, am Sonntag habe ich schon die Kurzgeschichte, die ja für das Magazin sein soll, die Rutscharbeit gemacht. Das heißt, ich muss sie noch einfliegen. Das kann ich vielleicht nachher machen, das ist schnell gemacht. Sind nur 13 Seiten oder 12,5 Seiten und da ist auch nicht viel, was ich geändert habe. Und dann kann das ein Testleser rausgeben. Genau. Schauen wir mal. Bin müde. Ah, gut. Was soll man machen? So viel dazu. So viel zum Akku blinkt auch schon wieder. Warum eigentlich? Habe ich doch gestern erst gewechselt oder war es gestern? Vorgestern? Ach, keine Ahnung. Ich glaube vorgestern, ich habe gar nicht so viel gevloggt, oder? Egal. Ich habe nicht viel gevloggt, aber ich habe am Sonntag ein Budget-Video gedreht, das über das fast eine Stunde geht. Also, Problem gefunden. Völlig verpeilt. Ich rennt gerade dem DHL-Auto hinterher, wenn er denn mal untergeht. Noch sehe ich ihn nicht. Das Auto ist schon weitergefahren gerade.
Weil Patrick, das Kostüm, angeblich in die Filiale gebracht wird, weil nicht erreichbar, bla bla. Gut, kann auch ein anderes Auto wieder sein, hier waren schon mal zwei. Ihr probiert es einfach mal. Taps, taps, da hätten wir öfter. Mal sehen. Ich bin gespannt, ob gleich mein Paket zurückkommt. Daniel verschollen. Kommt gar nicht zurück. Mir ist er gerade, also der Postbote gerade mit den Paketen losgetappelt zu den Häusern, dass er im Auto warten muss, bis er zurückkommt. Oder die quatschen dann noch 100 Jahre. Weiß man nie. Ich wette mit euch, dass das nicht das Auto war, wo das Paket drin war. Weil schon mal zwei Autos in der Straße nacheinander, also in verschiedenen Zeiten, dass es da drin war heute Morgen oder sowas. Ich weiß es nicht. Wir werden es feststellen. Er hat's wirklich? Oh mein Gott, er hat's wirklich? Damit hätte ich jetzt echt nicht gerechnet, dass er mit dem Paket zurückkommt. Wirklich nicht. Das heißt, er sieht mich heute noch in einem Seestern. Sieht er nicht. Ja. Ich hätte nicht gedacht, dass du mit dem Das Paket glaubst zurückkommst. du nicht. Wieso? Der wollte mir Paket nicht geben. Ist Warum? nicht seine Tour. Hä? Ja, also normal, ich darf dir das Paket nicht geben. Das ist nicht meine Tour. Nee, warum hat er es denn drin? Ich sage, hast du mal geguckt, wo du arbeitest? Ich sage, es ist dein Jobpaket auszuliefern. Ja, vor allem ist es in seinem Auto. Was ist da? Richtig. Was war das denn Ich für? sage, ich weiß, du kriegst Geld von mir. Ich sage, das ist verzollt. Ja. Du kriegst das irgendwas zwischen 14 und 17 Euro. Ja, 15 Euro irgendwas, ne? Ja. Ich sage, hier, 20 Euro habe ich. Härtepaket. Nein, darf ich nicht. Ich sage, dann ruf an bei dir in der Firma und sag denen, du darfst das Paket mir nicht geben. Ja. Tipp, 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 bitteschön. Ach ja, guck an. Ja. Hat aber lange gedauert. Naja, muss ihn erstmal kräftig davon überzeugen. Oh, war ja was für Ich habe ihn dann ein ein gutes Paket nehmen und ihn auf die Schnauze hauen. Auto war offen und lag gleich vorne. Ah, man konnte also gleich sehen, dass das dann da drin Richtig. ist. Ja, cool. Hab gleich gesehen, meins. Oh, weia, ey, wie Ja. krank sind manche Menschen Ja, eigentlich? er hat kein Wechselgeld gehabt. Ja, andere auch nicht. Habe ich den passend gegeben? Gut, ist der Mumpitz. Ich habe gesagt, ich sage, wenn ich kriegst du ein bisschen Trinkgeld für die Ja? Schlepperei und dann ist gut. Ich sage, das ist doch kein Problem. Ja. Die hat, der ist hat auch kein Wechselgeld bei gehabt. Da habe ich auch gefragt, das Wechselgeld? Nein. Okay, dann kommst du sehen, muss ich gucken, Ja, was ich. richtig, kriegt er ein bisschen mehr und dann ist Ja? gut. Schreibt Alles die Scheiße ja auch hoch, also gut? was soll's. Ja. Oh, weia. Okay. Mal schnell Trottelesbusen. auspacken. Ich muss eigentlich arbeiten wieder. Ja, dann macht er erstmal arbeiten. Ja, Plonk. Der will arbeiten. Holt er bloß ein Messerchen zum Auspacken. Na, ich sitze. So. Jetzt hast du es kaputt gemacht. Na toll. Sieh, was du nicht Na, siehst. dass du es kaputt gemacht hast. Das ist großer. Dass du es kaputt gemacht hast. Ja, schön, du viel schlimmer. Ja. Auch oh, Betty. Das hatten wir alles schon mal. Na nun, nochmal die Aufkleber in die andere Richtung. Danke. Wow. Ein Fuß. Ein Stiefel. Das Schuhchen. Gab's schon mal Stiefel? Ich glaube Nein. nicht. Noch ein Stiefel. Zwei Stiefel. Ah, zwei Stiefel. Rückenkopf. Und der Rest vom Stiefel. Naja, ich ist deine wohl nicht mehr ganz so stiefelig. Oh, feuer. Da passt du ja sogar rein. Patrick. Ja. Ja. Du musst ihn nicht abholen gehen. Nein, Gott sei Dank. So, Gut, dass ich es gesehen habe, ich oder? muss halt auch. Und langsam geht es dir besser. Hickst, jetzt habe ich einen Schluck auf. Na toll. Ja, da ist noch im Lager. Er kommt aber, glaube ich, also er müsste aber wieder zurückkommen. Hat er zumindest gesagt. Ich muss ihn noch Patrick anziehen. Jetzt habe ich mich an meinen restlichen Joghurt verschluckt. Knusperjoghurt hier. Mein absoluter Lieblingsjoghurt ist, dank meinem Opa. Genau. Muss ich Patrick noch anziehen und ich werde, habt ihr beschlossen, den Block heute auch nicht zu schneiden. Das hat Video gereicht. Und ja, ist morgen beides zusammenzufassen. Schätzungsweise. Selten ist es beides lang oder so. Ich muss mal gucken. Vielleicht verschiebt sich auch einfach um einen Tag. Werde ich dann sehen. Aber ich kann heute nichts mehr machen.
Ich will auch lesen. Ich habe ein Kapitel in Zauberer gelesen. Es war relativ kurz diesmal. Also das war wirklich kurz, waren 3 Seiten oder so. Letzte Male waren es viel, viel länger. Und ich glaube, ich habe eine Seite in Assassin's Creed gelesen. Wow, dann hatte ich Hunger. Dann sind jetzt hier, guck, Schwervideos. Ach ja, ich habe euch auch immer noch nicht gezeigt, was ich... Ich habe gerade keinen Kopf, das ist... zeige ich euch alles noch, was hier so angekommen ist und überhaupt. Und, aber ich glaube, das möchte ich mir mit mehr Euphorie machen, als ich es heute vorbringen kann. Das ist heute nicht gut. Genau. Ich habe auch meine Stifteküchen noch nicht völlig einsortiert oder sowas. Ich habe dafür keine Nerven. Das ist alles ein bisschen Lami-Bami. Eigentlich wollte ich heute Abend das Ofengemüse in den Ofen schieben, logischerweise. Und dann einen Teil für morgen und einen Teil für übermorgen essen. Ne? Also einen Teil für morgen mitten auf Arbeit. Aber mache ich nicht. Es reicht, wenn ich meinen Haferflips mache. Auch ein lila. Und mir 2 Brote schmiere und ein bisschen Gemüse zurechtlege, dass ich mir morgen Brot und Gemüse mache. Auf Arbeit in der Mittagspause, das reicht mir. Und dann ist gut. Dann passt das. Und ich werde auch mein Vögelchen nicht mitnehmen, also meine Kaffeemaschine, sondern mir morgens gleich meinen Kaffee gleich in den Thermoskanne, nein, Thermosbecher machen. Und dann auch gar nicht lang rumtrödeln hier, sondern gleich los. Weil letztes Mal war ich so spät auf Arbeit, ich bin es auch gar nicht mehr gewohnt, ich weiß gar nicht, in welche Uhrzeit ich los muss. Also ich weiß nicht, wann ich da losgegangen bin, das muss ja extrem spät gewesen sein, weil ich glaube, ich war 6.20 Uhr erst auf Arbeit und das war ich sonst noch nie gewesen. Das ist jedenfalls sehr komisch. Ich dachte, ich bin immer 5:30 losgegangen, habe ich glaube ich letztes Mal auch gemacht und dann war ich, wie gesagt, 6.20 Uhr erst auf Arbeit und also da stimmt was nicht. Und ich bin 6:05 nach 5:30 losgegangen. Ich bin mir nicht mehr sicher. Auf jeden Fall war ich sehr spät auf Arbeit. Normalerweise bin ich kurz nach 6 auf Arbeit. Das würde ich gerne morgen auch hinbekommen wollen. Je früher man da ist, desto früher kann ich Feierabend machen, gell? Genau. Ja, so sieht's aus. Dann sehe ich morgen eine ganze Menge Leute wieder, tatsächlich. Und eine sogar das erste Mal. Mit der ich auch das Büro teile. Die habe ich ja noch nie gesehen, außer im Video. Habe ich sie noch nie gesehen. Sie mich ja auch nicht. Sie mich noch überhaupt gar nicht, nicht mal im Video, weil mein Video nicht funktioniert. Ja. Meine beiden direkten Kollegen sehe ich dann mal wieder nach ewigen Zeiten. Der eine ist jetzt zu uns zurückgekommen. In der ersten Corona-Phase, also da, wo Corona begonnen hatte, quasi. Genau. Aber den kannte ich ja schon von vorher, also von daher. Ja. Bin ich gespannt. Und wie unser neues Büro dann so ist. Es wird ein bisschen kleiner sein als das andere. Jetzt, ich bin den Raum, kenne ich ja. So ist nicht. Aber ja, und dann habe ich einen neuen Laptop ab morgen und ein Diensthandy ab morgen. Luxuriös. Und dann werde ich erstmal klären, ob wir dann ab sofort dann jede Woche einmal im Büro sind. Genau. Schauen wir mal. Kann also sein, dass ich dann immer dienstags im Büro bin. Wir werden es sehen. Okay, ich denke mal, ich werde mich heute nochmal melden. Ich muss ja Patrick noch anziehen. Oh, habe ich eine Lust drauf. Naja, egal. Ich habe mich schon gefreut, dass es nicht heute ankommt, dass es in die Filiale geliefert wird. Aber da hat sich dann natürlich nicht gefreut. Der holt ja nicht gerne Sachen ab. Und schon gar nicht von dem, wenn es denn in diesem Kiosk ist, da sowieso nicht gerne. Weil die ziemlich alle unfreundlich sind, meint er. Zu mir waren die noch nie unfreundlich, die paar Mal, die ich bis jetzt da war. Keine Ahnung. Okay, jetzt aber. Bloß geplappert. Ich rede schon viel zu viel. Schaut mal, wer da kommt. Ich sehe gar nichts. Mein Kopf hängt hier. Da sind meine Augen. Hier oben. Da ist nichts. Da sind aber die Augen. Ja, aber da sind auch die Augen, wo du gerade hingetastet hast. Ja, schön, aber nicht mehr. Ja. Aber ich kann durch diese Augen nicht sehen. Warum denn nur wieder nicht? Ich stehe im Dunkeln. Mach mal die Augen auf. Hab ich. Jetzt sehe ich was. Ich kann nicht! Was denn? Mach mal die Arme zur Seite! Hä? Die Arme! Ich kann nicht mehr! Ich glaube, ich muss hier ein Gurt, irgendwas muss ich hier reinmachen. Damit der höher hängt. Okay. Damit der so. Der ist riesig, der kommt fast an die Decke! Aha.
Also so sieht's aus, wenn man drinnen steht, ja? Und so muss das sein, damit man noch verzieht. Kann nicht mehr. Mia, komm her, kuscheln. Guck dir das an. Das Gute ist, ich muss es heute nicht mehr anziehen. Oh Gott. Was denn? Schreien die so rum? Der muss verändert werden. Oh, Hilfe! Wenn der zu ist, du stirbst dann. Oh Gott. Oh, ich habe Bauchschmerzen. Jetzt schon? Ja. Also der kriegt auf jeden Fall einen Ventilator hier ein. Ah, mach mal. Oh Gott. Ja. Oh hier. Sieht so schlimm aus? Willst du es angucken? Ja, jetzt schick rüber. Oh.